Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir müssen hier nach Balfiera irgendwo hin. Hier haben wir ja den die Rennie-Turm. So, und wir müssen eigentlich Rules of Old Barbara's Place. Ich glaube, das ist es wirklich schon. So, genau, Rules of Old Barbara's Place. Da müssen wir hin. Das ist das Zielgebiet. Aber bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal in eine andere Siedlung. Verkaufen den ganzen Stuff, den wir eingesammelt haben. So, 7.10 Uhr. Müsste erstmal reichen. Ist nur noch, ja, da oben einladen. Müsste genügen. Genau hier, das ist der. Wo haben wir den Eingang? Hier. Und der hat zu, natürlich. Was dann auch sonst? Warum müssen die mal geschlossen haben? Aber trotzdem sieht viel, viel schöner aus hier, finde ich. So. Das kann alles weg. So, sonst haben wir hier. Ach, hier haben wir noch ein bisschen was. Sind wir schon wieder bei 30.000? Nee, sind wir nicht. Und sonst hat er nichts. Ein Derek Blail, aber den wollen wir ja nicht. Was war das denn jetzt? Den wollen wir ja nicht. Jetzt ist die Frage, was sind das für andere Läden? Nochmal, die wir hier haben. Ein Kräuterladen wäre jetzt auch praktisch. So, wo haben wir den Eingang? Ah, General Store. Mal gucken, können wir da auch noch was verkaufen? So. Haben wir noch was für ihn? Nope. Hat er vielleicht noch was für uns? Der Laden ist eine Enttäuschung. Gut, dann im Süden haben wir noch mal einen. Ah, hier ein Waffenladen. So. Ebony Left Cauldron, aber wir haben hier schon Daedric. Wäre das jetzt für die andere, wäre es mir lieber gewesen. So, sonst hat er nichts. Wir können mal unsere Ausrüstung hier reparieren. Das dauert ja zum Glück nicht lange. Gut, dass das, Ja, ich wollte das equippen. Gut, dass hier aber schön zensiert ist. So, okay. Das muss alles. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade. Ich habe gerade nicht genug. So, jetzt können wir den wieder aufsetzen. Tun wir unser Gold hier raus. So. Nein, das wollte ich nicht. Hier. Also, was hat er jetzt hier? So. Ja. Und dann können wir das wieder ganz normal aufsetzen. So, dann haben wir auch ein bisschen Geld auch wieder losgeworden. Dann können wir hier Ruins of Old Barbara's Place besuchen gehen und machen hier wieder ein Save Game auf die 4. So, wo haben wir den Eingang? Da ist der Eingang. Und
Und hier müssen wir irgendwas finden jetzt. So, dann können wir hier auch nochmal Safe Game auf die 2 machen. Safe Games sind schon sehr, sehr wichtig hier. So. Okay, hier nicht. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir schon mal einen Dude mit 99 Gold. Alter. Diese Ruckler gerade. Der hat nichts. Hier ist kein Dude. Schade. Ah, hier haben wir einen Dude. Aber hier, es hört sich so an, als wäre hier irgendwo noch ein Weg gewesen oder sowas. Wir bleiben aber noch in dem Bereich. Diesen bisschen gelblicheren. So, den machen wir weg. So, noch ein Zombie, nice. Ja, ich höre die von Beauty. Ah, ist eine Mumie. Letter, God Walk Wall. Ah, okay, und Lichtdust. Wir haben es gefunden. Da machen wir ein Safe Game auf, die 3. Aber ich will hier noch weiter gucken. Ah, ist ein Fahrstuhl. Das schicken wir mal runter, aber wir gehen erstmal hier rum. Weil ich hier den Rest noch looten will. Und wie tief runter geht's? Autsch. Ich gehe mal hier hin. Mal schauen, wo es hier weitergeht. So, und hier. Interessant, dass der mich nicht bemerkt hat. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Und da kamen wir also hier lang. So, 2 Geister getötet. Alter, wie viel Magie der mir jetzt gefressen hat. Also, hier. Das heißt, jetzt müssten wir einmal wieder resten. Wir haben jetzt aber hierfür keine Zeitbegrenzung, oder? The Dust of Restful Death can be found in Ruins of Old Barbara's Place in the Isle of Belpiero. He also instructed me to tell Medoro that she must support his claim to the heart of Tiber 17, whatever that is. So, hier machen wir noch ein Safe Game, diesmal wieder auf die 2. Ganz regulär. Jo, stirb. Und wo führt das mich hin? Immer wieder zu irgendwelchen Spinnen. Ah, wir sind wieder hier. Das heißt, wenn wir jetzt nach links gehen. Kommen wir wieder. Ganz normal zum Eingang. Den Weg fehlt uns noch. So, hier. Da haben wir den Eingang. Einmal alles wegräumen. Hier. Hier, das alles noch weg. Das alles noch weg. So. Godbog war. This parchment was used as a wrap for the packet of powder. Some of its message is now illegible. Lady Med, favor.
They intend to slay him. I am sending Earth to stop them. You must support me. If the Empire finds I have attacked royal advisors of Vale, then if they are assassins, my people will never win the same status and respect as the Khaji. Ians, however, with your support, I can a hero of the Empire and win respect for my people. Godwalk, Wall. Hey, die Orks, die kämpfen wirklich hart dafür, dass die auch respektiert werden. Die Khajiit haben den Respekt bekommen, die Orks halt nicht. Und Osinium ist ja immer noch, wenn wir ehrlich sind, selbst in Skyrim, noch nicht als eigener Staat anerkannt worden vom Imperium. Und auch erst recht nicht von den Hochelfen vom Altmeribund. Beziehungsweise der Talmor, das wissen wir. Wo bin ich jetzt? Ach hier, da waren wir auch gerade. Nur ein bisschen weiter. Und hier kamen wir, hier gingen wir gerade raus, hier waren wir noch nicht. So, den Geist haben wir uns hier. Potion Recipe lassen wir liegen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen ganzen Potion Recipes machen soll. Ich bin kein Alchemist. Und es kommt selten vor, dass ich wirklich mal einen Alchemisten spiele. Sonst gibt es hier nichts, ne? In dem Bereich. Nee, ich sehe hier nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da hinten fehlt uns noch ein bisschen was, meine ich. Oder war das hier? Ja, hier. Wenn wir jetzt hier geradeaus durchgehen. Oh. Safe Game auf die 2. Dann gehen wir mal ein bisschen schwimmen. Natürlich tragen wir wieder zu viel. So, wir haben doch auch einen Trank auf Waterbriefing irgendwo. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Potion Recipe brauchen wir nicht. War das jetzt wirklich vom Schlachterfisch? Das Geräusch? So, jetzt sind wir noch schwerer, natürlich. Und noch schneller schwimmen kann ich jetzt auch nicht. So, sonst gibt es hier unter Wasser jetzt nichts, ne? Nope. Sieht nicht dementsprechend aus. Aber gut, dass wir jetzt gleich wieder Luft. So, welcher Tier war das jetzt? Der hier war doch der schnellste Weg nach... Ja, der hier war das. Genau. Ich glaube, viel gibt es hier jetzt auch nicht, ne? So. Dann removen wir einmal wieder alles. Hier Kräuter auch noch. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Und nochmal hier schauen. Irgendwo müssten wir vielleicht noch irgendwas übersehen haben, vergessen haben. Wenn nicht, können wir gehen. Aber bisher sehe ich jetzt nichts, was wir vergessen haben können. Ja, dann heißt das jetzt wieder zurück in den Direnni-Turm. So. Oh. A flock of ravens passes overhead. Kann ich das jetzt so beibehalten? Nein. Machen wir
24. Hier können wir einfach pennen. Also 15 Stunden bleiben noch. So, wo sind die Feinde? Wo sind die Gegners? So. 15 haben wir noch. 13 haben wir jetzt noch. So, komm. Was willst du? Und Monk. So, nochmal. Ja, komm. So, dann 12. 10 Stunden noch. Kann doch nicht sein. Jetzt müssen wir auch gehen, ne? So, dann können wir jetzt das hier machen, das aufsetzen. Ebony Boots. Oh. Warte mal, das gibt plus 15. Ziehen wir die an. Wenn schon Ebony, wenn wir schon Besseres kriegen, dann nehmen wir das Bessere auf. So. Dann können wir hier, bevor wir reingehen, nochmal ein Safe Game auf die 4 machen. Und dann schnell einen Weg nach unten suchen. Und hier auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Und, ah, die Map ist immer noch geblieben. Immerhin. Ja, klar, dass die jetzt hier wieder ankommen. Ach so, ich habe jetzt... Oh, schreck mich nicht. So, der... Ah, toll. Schnell. So. Was war das jetzt für ein Potion? Wo waren das? Auf Shadow Form. Probiere ich mal aus. You are a Shade. Gut, aber ich will trotzdem hier mal den ganzen Stuff removen. Können wir nachher verkaufen. So, und hier die 11. 5, 1, 4. Machen wir auch noch weg. So, da kommt sie schon. Keine Ahnung, von wo die kam. Jo. Komm, geh drauf. Oh. Alter, das war jetzt... Kann ich hier resten? Ja. Okay, dann hier jetzt wieder ein Safe Game. Auch die 2. Das hat mir jetzt nicht gefallen, dass die hier uns fast komplett auseinandergenommen hat. So. Ordentlich wieder drum looten. Das müssen wir jetzt einmal wieder aufmachen. Das heißt nach ganz oben. So, wo war denn das? Boah. Schreck mich nicht, die 2. So, und hier nochmal. Dahinter ist wieder jemand. Von da unten kam jetzt keiner raus, ne? So. Kann ich jetzt nicht sehen, ne? So, das haben wir jetzt offen. So, die Stunde warten wir. Und jetzt. Jo, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Nein, 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 nein.
Nein, das war nicht das, was ich machen wollte. Jo. Ich kann nichts mehr machen. Ich werde jetzt raufgehen. Ja. So, wo haben wir zuletzt gespeichert? Genau, als wir hier waren. Die beiden haben wir noch nicht gekillt gehabt. Das heißt jetzt noch einmal. Potion of Purification. Keine Ahnung, was das macht. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt irgendjemand. Aber nee, das ist jetzt nur ein Zauber. Okay. Nur ein Zauber. So, nochmal kurz. Resten. Dann gehen wir da runter. Und machen hier nochmal ein Safe Game. Bevor wir hier jetzt drauf gehen. So, den haben wir jetzt geschafft. Der hat ja den ausgeschaltet. Das heißt, hier machen wir trotzdem Safe Game nochmal, weil wir den jetzt besiegt haben. Und... wo war denn der Weg? Ich glaube, das da war der Weg, den wir gehen müssen. Ich glaube schon wirklich, das hier war das. Oder? War das das hier? Ja, stimmt. Hier geradeaus. Den einmal kaputt machen. Genau hier. Und dann hier durch. Hoch. Nope. Das war es nicht. Das war das. Autsch. Und dann hier nochmal einmal resten. Habe ich echt gut vergessen, wo wir hin müssten. Ich bin stolz auf mich. So, genau. Jetzt. Welcher Weg war denn das? Um dahin zu kommen. Genau hinter mir. Hier, das war das. Ja, jetzt sind wir. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. So. Und hier nochmal schauen. Genau, dann geradeaus und rechts. So, komm, geh kaputt. Nehmen wir alles mit. Autsch. So. Jetzt ist die Frage, welche der Türen müsste das jetzt sein? Es müsste schon genau die hier sein. Oder? Ja, das ist der. Komm hoch, ich will hier hoch. Ah, jetzt funktioniert's.
kaputt. Wir müssen auch mal wieder nachschauen, welchem Level wir mittlerweile sind. So, und dann hier runter. Autsch. Können wir hier einmal kurz läutern? Also, bis wir geheilt sind. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Nicht, dass wir gleich nochmal aus Versehen drauf gehen. Wäre mir persönlich wichtig, nicht zu sterben. Es hat schon persönliche Gründe, warum ich nicht sterben möchte. Also. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, die wenigsten von uns wollen drauf gehen. So, Vampir oder Lich? Ich glaube, das war der hier zu, der hier offen, der hier zu, der hier offen. Oh, Alter! Boah! Wie der hier jetzt entgegenkam. Der hat mich jetzt richtig erwischt mit Erschrecken. Aber es war, glaube ich, dann andersrum. So. Ich glaube, das war so rum. Ja, das war ja so rum. Dann machen wir hier noch einmal ein Safe Game. Weil hier, genau, erstmal wegen den beiden Geistern. Und da oben müsste auch noch wieder einer sein. Wahrscheinlich schon Licht. Ja, hier ist immer ein Licht. Okay. Der ging schnell. So, 66% sind wir schon. Nice. So. This is indeed the dust of restful death. As for that letter, it was from God walked to me. Thought I never got it. I heard from him later that his orc warriors were slain attempting to ambush the assassins. Godwalk and his orcs are not the villains. Most people seem them as. Edway and the court of warriors have never been particularly loyal to the Empire. To assassinate a king is treason. I will have my revenge, but first I must find out why Edway would risk this. I will need a month to prepare the dust. Come back to me at that time and I will give it to you, along with instructions for its use. Jetzt, ich muss ihr jetzt Zeit, also einen Monat Zeit lassen, bis ich jetzt weitermachen kann. So, wir heilen uns erstmal wieder für eine Stunde. Okay, dann suchen wir mal jetzt ganz schnell einen Weg wieder raus. Und dann dürfen wir einen Monat warten, bis wir wieder zu ihr dürfen. Und Edwire? Also der Ehemann von Barentia? Ist der Verräter? Oder wie jetzt? Also Barentias Ehemann da, der König von Varys, soll der Verräter sein und hat das jetzt den Orks in die Schuhe geschoben oder wie? Boah, das ist heftig. Und deswegen werden die Orks hier als Feind angesehen? Weil ich glaube, zeitlich ist das ja zur selben Zeit wie, beziehungsweise kurz nach Arena. Und die Geschehnisse sind ja in der Zeit während Arena, glaube ich, passiert.
Oder? Ne, warte mal. Arena war ja... Kann ich hier das Ja sehen? Ich kann hier jetzt nicht das Ja sehen, ne? Kann ich hier das sehen? Welches ist das? 405. Es ist ein paar Jahre nach Arena. Okay. So, wo wollte ich jetzt hin? So, wo war denn der Ausgang, das hier rausführt? Das war jetzt nicht hier, sondern das hier war das, ne? Ich meine schon das da. Wieder zurück. Ich glaube, das war das hier. Ja, ich meine auch. Ich bin mir jetzt sicher, das hier war der Weg, der mich hier erlöst. Aus dem Tyranny-Turm. Genau, und dann hier. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Da muss ich hin. Genau, hier und dann hier. So, hier einmal aufmachen. Da kommt jetzt jemand entgegen, oder? So. Und wir gehen. Okay, dann gehen wir auch einmal zurück. Ne, warte mal. Upwell? Ich glaube, Upwell. Gehen wir erstmal hier hin. Natürlich sind wir wieder so. Gab's hier. Ne, dann gehen wir wahrscheinlich. Hier nach Vayrest. So, und dann können wir uns wieder vom Zauber befreien. So, und dann können wir auch noch den ganzen Krams hier verkaufen. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!